Widerstand hier in Brandenburg grüßt heute den Widerstand in Dresden. Wir grüßen allerdings alle Menschen, die etwas tun für eine ehrlichere, transparentere, offenere Gesellschaft. Mit offen sind nicht die Regenbogen gemeint, sondern mit offen heißt, dass deutsche Interessen in diesem Land auch durchgesetzt werden. Nur deutsche Interessen, denn ohne dass man sich wie ein Nazi fühlen muss, sage ich ganz klar, Deutschland in Deutschland immer zuerst.